Corona ist eine Jahrhundertkatastrophe, so Angela Merkel gleich zu Beginn. Und obwohl die Zahlen sinken, will sie wegen der ansteckenderen Virusmutationen weiter harte Maßnahmen treffen, um die Ausbreitung dieser Mutationen zu stoppen. Wir dürfen nicht warten, bis die Gefahr bei uns auch greifbarer wird, sich also dann in den täglichen Infektionszahlen niederschlägt. Dann wäre es zu spät, um eine dritte Welle der Pandemie und gegebenenfalls eine noch heftigere als jemals zuvor zu verhindern. Die Linkspartei unterstützt diesen Vorsorgekurs, macht der Kanzlerin aber massive Vorwürfe, genau diesen Kurs bei Alten- und Pflegeheimen vernachlässigt zu haben. Hier gibt es mit Abstand die meisten Todesfälle. Es ist so, fast 86% der Verstorbenen treten hier auf. Aber es fehlt ein Konzept für die Masken, es fehlt eine harte Impfstrategie, es fehlen Schnelltests, die notwendig wären. Auch deshalb fragen Journalisten, ob Merkel Fehler gemacht habe oder bei den Deutschen um Entschuldigung bitten müsse. Die Antwort: Niemand mache zu 100% alles richtig. Und zu den Heimen: Mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie viele Menschen dort auch in Einsamkeit, ich habe es am Anfang gesagt, gestorben sind. Das ist emotional auch für mich extrem schwierig. Kritik, sie würde sich nur von Wissenschaftlern beraten lassen, die einen harten Kurs unterstützen, weist Merkel zurück. Es gehe dabei darum, ob man grundsätzlich bereit sei, mehr Infektionen zu akzeptieren oder eben nicht. Und ich finde, dieses Risiko kann man nicht eingehen. Ich möchte es nicht eingehen. Und mit der Einladung von bestimmten Wissenschaftlern wollen wir auf bestimmte Fragen, die uns interessieren und die nicht politischer Natur sind, Antworten bekommen. Aber dahinter liegen natürlich auch politische Grundentscheidungen. Zudem rede sie auch mit anderen Wissenschaftlern und lese viele Studien. Aber die politische Entscheidung könne ihr keiner abnehmen, und die habe sie getroffen.